Ich will schließen mit diesem Bild, was wir oft sehen. Manchmal wird das Kreuz so dargebildet, aber oft sind auch nochmal hier zwei weitere Kreuze. Und was sind eigentlich diese drei Kreuze? Eigentlich spiegelt sich an Karfreitag, was heute passiert ist, eigentlich die Entscheidung der ganzen Welt. Es wurden zwei Räuber, zwei Sünder rechts und links zu Jesus aufgehängt. Und der eine Räuber sagt, wenn du Gottes Sohn bist, er glaubt nicht an diese Tat von Jesus. Das ist der Spiegel, diese eine Gruppe von Menschen, die diese Entscheidung, diese Liebestat Gottes nicht annehmen. Sie wissen vielleicht davon, sie sagen, du bist ein guter Mann, rette uns, also du kannst uns retten, aber er versteht nicht, dass Jesus die Seele retten will. Und da gibt es einen zweiten Räuber und er spiegelt die Menschen wieder, die diese Liebe erwidern und sagen, ja, ich will diese Liebe annehmen. Und dieser Mann sagt, hey, wir sind zu Recht, wir sind Sünder und wir hängen hier zu Recht, aber dieser Jesus ist schuldlos. Das heißt, er erkennt seine Sündhaftigkeit an und das ist auch der erste Schritt, der bei dir stattfinden muss. Ich bin ein Sünder, ich bin verloren, ich schaffe es nicht aus meiner Kraft vor Gott gerecht zu werden. Und dann sagt er, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt, er vertraut und glaubt mit seinem ganzen Herzen an die Kreuzesliebestat von Jesus und weil er glaubt von Herzen, kann Jesus ihn in diesem Augenblick an Golgatha die Sünde vergeben. Und Jesus sagt ihm dann sofort diese Worte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. In diesem Augenblick, wo der Mann gesagt hat, ich bin Sünder und ich glaube an das Kreuz, bitte rette mich, kann Jesus ihm sofort sagen, ohne dass er Werke getan hat, ohne dass er sich taufen lassen hat oder irgendwas gemacht hat, ein Ritual oder ähnliches. Er hat im Herzen geglaubt und hat mit dem Mund gesagt, gedenke meiner. Und deshalb konnte Jesus ihm sofort sagen, du bist gerettet. Und ich weiß nicht, wer du bist und wer du gerade zuschaust, aber kann es sein, dass du diese Entscheidung noch nie getroffen hast? Eine bewusste, persönliche Entscheidung, wo du sagst, diese Liebe, die du für mich getan hast, die will ich persönlich im Glauben annehmen. Und was du tun musst, ist wie dieser Mann am Kreuz, der Jesus angenommen hat, zu sagen, ja, in einem Gebet, Herr, bitte, ich will das annehmen. Bitte gedenke an mich, vergib mir die Sünde. Und dieses Gebet, nicht irgendein Ritual oder so, sondern wenn das Herz, dein Herz wahrlich dieses Gebet spricht und dein Mund es auch ausspricht, dann sagt die Bibel, dann wirst du gerettet werden.